So, hallo zurück auf dem roten DVZ-Talksofa. Ich freue mich jetzt, dass mein Gast Dr. Sebastian Sachse hier ist. Herr Dr. Sachse ist CIO, also Chief Information Officer für den Bereich Informationstechnologie der Hamburg Port Authority. Herr Sachse, hallo, schön, dass Sie da sind. Freut mich, dass Sie Zeit haben hier für ein kurzes Interview. Sie haben in der Vergangenheit die Hafenbahn in Hamburg mal als Perle bezeichnet, die in Vergessenheit geraten ist. Was haben Sie dafür getan, um diese Perle wieder zurück ins Bewusstsein der Akteure zu rücken? Wir haben bei der Hamburg Port Authority die Perle... Ich weiß nicht, ob Ihr Mikrofon an ist. So, jetzt ist es an. Wir haben bei der Hamburg Port Authority die Perle wieder ein bisschen geputzt und blank gerieben. Wir haben IT-Technik eingeführt, um schnelle IT für schnelle Züge im Hamburger Hafen zur Verfügung zu stellen und haben mit dem neuen IT-System versucht, das Ganze wieder ein bisschen flotter zu machen, sodass die Güterzüge und die Güter durch den Hafen über den Zug schneller transportiert werden können. Also gerade bei der Hafenbahn musste man ja in der Vergangenheit immer wieder Engpässe befürchten und in Hamburg lässt sich das Wachstum des Containerumschlags, vergangenes Jahr 9 Millionen TEU, ja nicht einfach durch mehr Flächen auffangen, sondern man muss optimieren und dazu gehört eben auch die IT-Struktur. Welche sind dabei für Sie die drängendsten Aufgaben? Naja, Sie haben das richtig beschrieben. Also die größte Herausforderung ist, dass wir im Hamburger Hafen die Flächen nicht beliebig erweitern können. Und auf den Transportwegen Schiene, Straße, Wasser geht es eben darum, den Güterumsatz, der kommt, durchzusetzen. Und das ist nur möglich, weil wir eben halt nicht beliebig viele Schienen neu bauen können, indem man die Prozesse optimiert. Und zur Prozessoptimierung brauchen wir die IT. Und das neu eingeführte System Transport Rail Basic dient dazu eben halt, die Züge schneller aus dem Hafen wieder rein und raus zu kriegen. Wir haben im Hamburger Hafen pro Tag 200 Züge, die rein und raus fahren. Und das waren im letzten Jahr 49 Millionen Tonnen an Gütern, die wir transportiert haben. Und wir erwarten eben halt in den nächsten Jahren nicht nur, dass die Containerzahl steigt, sondern eben halt, dass bei den Gütern auch der Transportweg Schiene größeren Herausforderungen gestellt wird, weil eben halt darüber nicht 200 Züge pro Tag fahren, sondern vielleicht eine Verdopplung 400 zu erwarten sind. Das vorhandene Hafenbahnbetriebs- und Informationssystem wurde auch modernisiert. Anfangs war das mal ein Bahnbetreiber im Hamburger Hafen, mittlerweile sind das etwa 80. Wie sind mittlerweile die Erfahrungen mit dem erneuerten System, was ja dieses Jahr im Juni, Juli eingeführt wurde? Ja, also eingeführt worden ist das System am 28. Juni. Mittlerweile sind es auch nicht 80, sondern 99 Eisenbahnverkehrsunternehmen, die im Hamburger Hafen auf unserer Schieneninfrastruktur fahren. Und die ersten Erfahrungen sind sehr positiv. Diese Infrastrukturdaten, die zur Verfügung stehen, dienen dazu eben halt Infrastrukturdaten wie beispielsweise Buchungen von Gleisen, Rechnungen und Zugstandorte anzugeben und die Rückmeldungen, die wir bekommen haben für ein sehr stabiles Verfahren, sind sehr positiv von den EVUs. Mhm. Auch ein sehr wichtiges Projekt im Hamburger Hafen ist das Pilotprojekt Smart Port Logistics. Dieser Gong ist nicht das Ende unseres Gesprächs. Also dieses Smart Port Logistics Projekt, das ist ein Projekt, was die HPA mit dem Ziel betreibt, alle Lkw im Hafen künftig so zu leiten, dass dass Staus auf den Zufahrtsstraßen vermieden werden und Wartezeiten bei Verladern sollen natürlich auch verkürzt werden. Beteiligt an dem Projekt sind Telekom und SAP. Wie sehen da bisher die Erfahrungen aus? Ja, dieses Projekt Smartport Logistics ist im Prinzip etwas Ähnliches wie unser Transport Rail Basic, dass der Transportweg diesmal nicht die Schiene ist, sondern die Straße. Und wir wollen natürlich den Spediteuren die Möglichkeit geben, Transportinformationen so zeitnah wie möglich zu kriegen. Wir haben im Hamburger Hafen Informationstafeln aufgestellt, aber die Lösung, die wir jetzt mit SAP und der T-Systems machen, ist insofern interessant, als auf den Endgeräten, die Lkw-Fahrer an Bord haben, zeitnah, egal, unabhängig vom Endgerät, die Informationen zur Verfügung gestellt werden.
Und wir haben bisher sehr positive Rückmeldungen gekriegt, wobei das Experiment jetzt 3 bis 5 Wochen läuft. Müssen die Speditionen für die Bereitstellung der Informationen zahlen? Bisher haben wir kein Geschäftsmodell. Wir sind ja in der Pilotphase und sammeln Erfahrung. Wir profitieren als HPA auch davon. Wir kriegen eben halt die Lage- und Abnutzungsinformationen unserer Infrastruktur dafür. Und wir sind dabei, das System so zu entwickeln, dass wir ein Geschäftsmodell bis Mitte nächsten Jahres aufgestellt haben. Also Mitte kommenden Jahres soll dann auch der Regelbetrieb starten? Der Regelbetrieb soll im kommenden Jahre starten. Wir haben die Pilotphase noch verlängert, weil wir noch mehr Spediteure einbinden wollen, insgesamt gesehen. Und die Idee dabei ist, das System noch weiter auszubauen mit mehr Informationen und mit mehr weiteren Geschäftsfeldern. Wie viele sollen denn teilnehmen? Wie viele Speditionen? Naja, mein Wunschtraum ist natürlich, dass alle Speditionen teilnehmen. Und die Idee dabei ist natürlich auch eine Standardisierung im Bereich der Spedition hinzukriegen, weil heute natürlich relativ viel Technik im Einsatz ist. Und wir versuchen mit der Plattform einen Standard anzubieten, der für alle gilt. Das ist ja der Charme dieser Lösung. Wie groß sind die Investitionen in dieses System? Ja, wir haben sehr wenig bezahlt für dieses System, weil wir natürlich die Infrastruktur vorher gebaut haben. Wir haben bei der HPA ein Netz modernisiert und ein Leitungsnetz modernisiert, die Technikinfrastruktur gemacht, sodass unser Part für die Testphase eigentlich sich nur darauf belaufen hat, ungefähr auf 9.000 Euro. Mhm. Das liegt natürlich ein bisschen daran, dass wir die Smartports und die Smartboards nicht selber gestellt haben, sondern die gestellt worden sind von den Anbietern. Okay. Vernetzung ist ein wichtiges Thema hier auf dem Kongress. Sie haben auch schon angesprochen, dass Verkehrsmanagement das wichtig ist, um Containerumschlag zu bewältigen im Hamburger Hafen. Wenn jetzt noch weiterer Zuwachs beim Containerumschlag kommen wird in den kommenden Jahren, inwieweit ist denn durch so ein intelligentes und vernetztes Verkehrsmanagementsystem überhaupt dieses Wachstum noch zu bewältigen? Naja, Sie gehen von der Ausgangssituation aus, dass wir heute natürlich mit der Infrastruktur an die Grenzen kommen und selber Schwierigkeiten haben. Die Infrastrukturmaßnahmen dauern in der Realisierung längere Zeit, als man sich das so vorstellt. Und man muss einfach heute schon unabhängig von dem Wachstum an intelligenten Lösungen arbeiten. Sie werden bei weiterem Wachstum das mit intelligenten Lösungen auffangen können. Und Sie werden an der Integration der verschiedenen Transportwege, Straße, Wasser, Schiene arbeiten müssen, um diese Integration hinzukriegen. Also die größte Herausforderung besteht darin, die IT auf den einzelnen Transportwegen Schiene, Straße und Wasser zu optimieren und dann die Integration insgesamt herzukriegen. Das sind die Synergiepotenziale, die Sie rausholen können, um dem Wachstum zu begegnen. Gut, Herr Dr. Sachse, ich danke Ihnen recht herzlich für diese Einschätzung und für diese interessanten Aussagen. Wir werden es weiter beobachten, die ganze Entwicklung der Informationstechnik im Hamburger Hafen und all das, was damit zusammenhängt, in die Hinterlandverkehre hinein. Sehr spannendes Thema. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier mein Gast sind und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Kongress. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.